Ja, ein herzliches Willkommen, liebe Zuschauer und liebe Trader aus unserem Trading Floor in Frankfurt. Ich darf alle soweit recht herzlich begrüßen. Und wir wollen heute wieder einen Blick auf den Gesamtmarkt werfen. Der deutsche Aktienindex ja pendelt schon seit einigen Wochen auf der Stelle zwischen der Marke knapp bei 13.100 auf der Unterseite und 13.300 Punkte auf der Oberseite. Alles wartet wie gewohnt auf Donald Trump und vor allem aber auch den Handelsstreit zwischen USA und China. Gestern gab es da zumindest mal leichte positive News, dass man da wieder ein bisschen zusammengerückt ist. Die US-amerikanischen Märkte, S&P 500, also S&P 500 und vor allem auch die Technologiebörse Nasdaq 100 konnten gestern neue Rekordhöchststände soweit markieren. Der Dow Jones hat sich da noch ein bisschen relativ schwer getan, aber über Nacht konnte zumindest ebenfalls auch hier nochmal neue Rekordhöchststände verbucht werden. Wir haben natürlich hier bei uns im Floor, in unserem Handelsraum, ebenfalls darauf gewartet, ob der deutsche Aktienindex vielleicht diesen Befreiungsschlag mitnutzt, um auf der Oberseite über der Marke knapp bei 13.300 Punkte drüber hinaus zu finden. Das blieb allerdings erst einmal soweit aus. Ja, was die Aktien insgesamt betreffen, zumindest hier bei uns im deutschsprachigen Raum. Wir haben einige Aktien in der jüngsten Vergangenheit soweit besprochen, haben auch einige soweit in das Depot aufgenommen. Jetzt muss man natürlich ein bisschen Geduld mitbringen und vor allem aber auch ein bisschen Sitzfleisch abwarten, wann die signifikanten Bewegungen auf der Oberseite kommen durch den Paukenschlag von Donald Trump. Deswegen Ruhe und Geduld bewahren, solange gewisse Marken halten, befinden wir uns natürlich weiterhin in einem mittelfristigen, intakten Aufwärtstrend. Ja, die Aktien, die wir uns heute gesucht haben, es gab natürlich einiges auf der Agenda. Wir haben uns jetzt zumindest im deutschsprachigen Raum keine besondere Aktie raussuchen können, dadurch, dass alles so ein bisschen seitwärts gerichtet arbeitet und viele Aktien auch ein bisschen in der letzten Wochen relativ gut gelaufen sind, eine Aktie aus dem US-amerikanischen Markt rausgesucht. Und da geht es um die Morgan Stanley. Morgan Stanley hat im abgeschlossenen Quartal Q3 relativ gute Zahlen rausgebracht. Wir haben hier einen Gewinn pro Aktie von 1,21 Dollar. Erwartet wurden 1,11 Dollar. Auch der Umsatz mit knapp 10 Milliarden Dollar wurde auch übertroffen. Hier wurden lediglich knapp 9,6 Milliarden Dollar erwartet. Das sieht relativ gut aus. Die Analysteneinschätzung, da gibt es ein bisschen getrennte Meinungen. Wir haben zum einen Goldman Sachs, die Aktie eher ein bisschen herab- bzw. runtergestuft hat auf 46 Dollar. Die Credit Suisse allerdings hat die Aktie heraufgestuft auf knapp 53 Dollar. Das ist so ungefähr diese Kursziele, die wir erwarten. Aber lasst uns da am besten mal einen Blick auf die Charttechnik werfen. Und zwar sehen wir relativ gut, zumindest mal aus der charttechnischen Seite, dass wir in der jüngsten Vergangenheit hartnäckige Widerstände hatten und die Aktie zumindest immer wieder in der Konsolidierungsphase sich befunden hat mit absteigenden Hochs und absteigenden Tiefs. Allerdings sehen wir hier in der jüngsten Vergangenheit, dass wir eine relativ gute Bodenbildung markiert haben. Die Aktie selbst ist relativ gut unterstützt bei knapp 39 Dollar. Was mir aber persönlich gut gefällt, ist diese Akkumulationsphase. Ich werde das hier mal so ein bisschen einzeichnen. Hier sieht man sehr gut, dass die Aktie ja einen längeren Zeitraum sozusagen seitwärts gelaufen ist. Und wir sind dann jetzt mit dem gestrigen Handelsverlauf mit den letzten Bewegungshoch drüber hinausgelaufen. Das entspricht ebenfalls also hier diese Marke, diesen hartnäckigen Widerstand, den wir in der jüngsten Vergangenheit soweit markiert haben. Also der Ausbruch scheint hier auf jeden Fall relativ gut gelungen zu sein. Und lasst uns da am besten mal die übergeordneten Ziele schauen, weil es geht nicht darum, dass man natürlich nur ein paar Dollar mitnimmt, sondern wir wollen versuchen, zum einen, wenn ein signifikanter Ausbruch stattfindet, natürlich dann ebenfalls den Ausstieg zu nutzen, wenn 5, 6, 7% plus gemacht worden sind. Aber der übergeordnete Verlauf, den halten wir hier auf das letzte Tickvolumen, wenn man so möchte, Richtung der Marke knapp bei 55 Dollar. Und das ist ja schon sage und schreibe, wenn man sich das jetzt mal hier so ein bisschen anschaut, ja knapp 10% plus. Und deswegen bin ich da relativ optimistisch, dass wir auch das im nächsten Quartal, also Q1 2020 eventuell noch ansteuern können. Also wir werden natürlich mit langsamen Schritten nach oben rausarbeiten und den Stop könnte man relativ gut platzieren um der Marke knapp bei 48, 47 Dollar. Ich habe mir auch diesbezüglich ein dazugehöriges Zertifikat rausgesucht. Das werden wir auch gleich nochmal gemeinsam miteinander besprechen. Und zwar ist das ein Zertifikat von der Commerzbank. Ja, was hiermit gleich eingeblendet wird. Und wir haben den Basispreis, der liegt knapp bei 32,50 Euro.
Der Hebel ist ebenfalls konservativ gewählt zwischen 3 und 4. Und der aktuelle Geld- und Briefkurs, also sprich Bit und Aas, liegt aktuell knapp bei 1,65 auf 1,68. Hier kann man durchaus diesen Trade erstmal die Woche abwarten. Wenn da ein bisschen Power reinkommt und Dynamik, könnte man eventuell die Gewinne mitnehmen. Der Stop ist relativ fair platziert, wie gesagt, knapp bei 47 Dollar. Und deswegen bleiben wir optimistisch, dass wir in den nächsten Wochen diese größeren Bereiche, dieses Tickvolumen um der Marke knapp bei 55 Dollar soweit ansteuern. Ansonsten die Werte, die wir, wie gesagt, in den letzten Wochen besprochen haben, bleiben wir weiterhin auch investiert, warten ab, bis da ein bisschen Klarheit reinkommt. Donald Trump eventuell die nächsten Tage twittert. Wir bleiben optimistisch, auch was den Erste-Phase-Deal betrifft, dass der über die Bühne geht. Der Zeitraum bleibt natürlich offen. Sowohl Amerika als auch China haben natürlich ein großes Interesse, dass die Wirtschaft weiterhin läuft. Gerade Donald Trump braucht das auch mit unter anderem für die Neuwahlen im kommenden Jahr. Und deswegen Phase 1 wird gleichzeitig Phase 2, Phase 3 werden. Hier hat man sich also einige Optionen offen gelassen für Gesprächsthemen für das Jahr 2020. Das war es erstmal von meiner Seite aus. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns unter heavytraders.live besucht, vorregistriert, damit ihr im Anschluss, was die Zertifikate betreffen, aber eventuell auch die Analysen in puncto Aktien mit uns kommunizieren, mit uns chatten könnt, natürlich in Echtzeit und vor allem im Real Talk. In diesem Sinne, euch gute Trades, gutes Gelingen. Ich zähle auf euch. Bis morgen.